Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. Ja, in der letzten Folge haben wir die Hada-Höhle ja erklimmt und wir müssen jetzt mit der Spionin reden, die uns nach Fendel bringen will. Oder Informationen über Fendel da hat und so. Ja, ne? Seid ihr bereit? Möchtet ihr an Bord gehen? Ja, okay. Wir können direkt nach Fendel gehen, kein Problem. Weil wir mal im letzten Putter machen können. Hätten wir die Hada-Höhle ein. Ja, okay. We appreciate the help. Na gut. Warum muss jeder von uns einzeln laufen? Riot Peak, a place where skilled fighters test their mettle and aspire to new heights. What's wrong, Asbel? Huh? Oh, nothing. I'm fine. Let's go. Diesen Ort werden wir bestimmt noch mal wiedersehen. Oder auch nicht. Doch, höchstwahrscheinlich. Auch wenn wir nur einen kurzen Abstecher bis jetzt hatten. Ah, weiß nicht jetzt schon wieder. So you can use the light too, huh? Yes. It happened only recently. I have many questions. Such as, why does it only affect you, me, and Sharia? One day I must research the cause of this phenomenon. Always thinking ahead. You never fail to impress. Well, lately I've also been thinking about him. Captain Malik? Schläft. Come on. You can't suspect him, too. He's been at the Knight Academy forever. I've known him since I was a boy. His fighting style is unique. I would very much like to know where he learned it. Asbel? Pascal is feeling sick. She's sick? Sie ist ein Zombie. Eindeutig. Hang in there, Pascal. Are you all right, Pascal? Do you get seasick easily? She's not seasick. She just ate an entire bunch of bananas. Oh, man! All that wasted potassium! This is disgusting. Okay, I think I'm done wharfing for a while. Is Captain Malik sick too? Nein, er schläft nur. What's wrong? Did it gross you out? Or are you so sick you can't talk? Just reflecting on the past. Oh, tell me. I don't know anything about you, you know? You must have done something before you were a sword-fighting guy, right? Sorry, Pascal. I'd like to be left alone, if you don't mind. Okay. Jeez, what a grump. Don't bother trying to cheer him up. I wonder what's wrong. What exactly are you hiding, Captain? Lass den Mann schlafen, Hubert. Wir können ja mal über deine Vergangenheit reden als kleiner Junge. Wie war es noch mal mit dem Unfall in der Hose? Und ja, nee, das kam jetzt falsch aus. I tried to find the exact location of Fendel's balconies, but came up empty. According to rumors, however, it's somewhere near the capital, Zavhert. That's unfortunate. Zavhert is a long way from here. For now, let's head to the town of Velimic. It should be just ahead. Ja, wir müssen schon wieder eine Hauptstadt suchen. Wir wissen noch, wie lange das letztens gedauert hat. Doch, was? Hallöchen. Kein Glück bei der Kreissuche. Was auch immer. Speicherpunkt. Okay. Ich dachte, da kommt ein Skit. Habe ich gedacht, okay, lass mich in Ruhe. Ich bin hier, um meine Ladung vom Militär entgegenzunehmen. Es gibt noch nicht so viel Kreis wie gehofft. Kreis. Doch. Gehen wir da rein.
Hallöchen, ich bin jetzt um blöden Laden, dankeschön. Eine Krabbe, tschüss. Okay. Ich war seit Ewigkeit nicht mehr in ein an Land. Ich habe frei, bis das Schiff ablegt. Mir ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass die Fendler mir etwas vorhat. Wisst ihr etwas darüber? Nö, wir sind gerade erst hier hingekommen, hallo? Der Kamin ist schön warm, okay. Ich rede nicht mehr mit den Leuten. Erzählen so komische Sachen. Hi. Einige Turtles sollen in zwielichtige Geschäfte verwickelt sein. Die Typen sind zwielicht. Die sprechen nur S mit Z aus. Was geht? Nein, okay. Hi. So ein Gegner? Nee. Das weite Voraus gab es die Straße nach Norden und Süden. Wenn ihr nach Norden geht, werdet ihr auf der Stadt stoßen. Und ihr werdet unterwegs nach einem riesigen Krater sehen. Ich habe keine Ahnung, was ihn verursacht haben könnte. Feindesfall. Was? Nein. Will ich haben. Danke. Voll sinnlos, egal. Hi, Monster. Kampfmusik. Nur so nebenbei. Okay. Warte. Oh, ich hasse diese Viecher, genau. Ich erinnere mich. Diese Viecher sind richtig nervig. Ja. Au. Ist gut. Au. Ey, da kam ein neuer. Was? Das war ein guter Kombo. Ah. Ah, und Sophie. Helligkeit oder Heiligkeit. Heiligkeit? Heiligkeit, ne? Okay. Ja, die hatte irgendwie nur noch. Bei ihr fehlten irgendwie nur noch 10 Punkte oder so. Dann nehmen wir das hier. Bankerfahrung. Ich sollte mal vielleicht mein Team wechseln. Espel kann mal raus und dafür kommt Pascal rein. Aber ich will nicht jemand steuern, weil. Wem bauen wir noch ein paar Dinger? Ein paar Titel. Der zum Haschklima hält sich hier dieser Pfirsichbaum wacker. Entdeckung. Pfirsichbaum. Schlicht schick. These are peaches? I feel like I've seen them before. Sophie, are you remembering something? No need to rush it. Just think carefully. Could Sophie be from Fendel? Well, do you remember where you've seen them? Oh, I got it. Peaches look like little buds. Huh? Especially Sherry. Okay, time out. Sophie, we need to talk. I just wanted to tell everyone. Sie immer mit ihrem Popo-Fetisch, ey. Mann. We always have to go through the butt. It's the only way. Okay, Hubert, zeig, was du drauf hast. Noch kein Katzer zugefügt. Geil. So. Warte mal, ist das Feuer? Ah. Immer. Oh, was? Wo kommen die auf einmal her? So. Hubert sollte man, finde ich, ein bisschen auf P-Angriff hier spezialisieren. Also immer schön physisch angreifen mit X Angriffen, also genau so nicht. Okay, Wirbli verbessert, geil. Wird wahrscheinlich ein bisschen auf Screen trainieren. Magische Kata Nummer 12, Advice Kata. Ich habe mein Versprechen an deine Mutter gehalten. Wer das ist, weiß ich nicht. Ob das eine sie oder ein er ist, weiß ich auch nicht. Aber naja. Bohnenkraut, cool. Status, Kräuter. Achso, das war heilender Wind. Ja, super. Au. Nein. Ich hasse diese Viecher. Ihre Grab-Angriffe. Und ja, ich sollte Hubert. Oh Gott. Ich sollte ihn viel defensive Sachen mal beibringen. Weil er geht sehr schnell drauf im Laufe des Spiels. So. Zack. Dance bitte. Dance. Boink. So. Und noch mal. Komm her. Komm her. Dance with the Dam. Okay. So. Wow, you're amazing. Haben wir mal hier diesen
Mystic Art eingesetzt, anstatt dass er immer gegen uns angewendet wird. Was haben wir denn hier noch? Gewinnen, Feind besiegen, ja. Ja, mal kurz davor. Monsters, ey. What the heck? What the heck? What the heck? Was ist das denn? What the heck? Wow. Egal. Krater. Oh, that old thing? I kind of hope somebody had filled it in by now. You've heard of this crater, Pascal? A bit, I suppose. What could have created such a large crater? It happened after a Krius explosion. That happens? Of course. The Krius in Fendel is naturally unstable, which makes it kind of hard to control. Hallo? I should get to Velenik before people start getting suspicious. Da war schon zu spät. Wir haben uns schon so angeguckt. Was? So, ging nicht, wollte ich kämpfen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass die Katze dazwischen gekommen ist, obwohl ich eigentlich nichts dafür kann. Egal. Weißt schon, was ich meine? Ja, okay. Ah, ah. Siehst du nicht, dass ich hier... Oh Gott, alle kommen so auf mich. Zu. Au. End of the Void. Ah. Okay, lieber schießen. Und schießen. Au, au. Was? Eins oder zwei hat das abgezogen? War sehr traurig. Und überschreiten erlernen. Geil. Neuen Titel für Melek. Und dann. Was haben wir noch hier? Verderbnisklaue. Nö. Erholungsartseffekt. Und dann. Was kann ich denn hier noch aufballern? Das ja. So, dann gehen wir erstmal nach rechts, weil nach oben müssen wir. Deswegen gehen wir erstmal nach rechts, weil das macht voll Sinn. Also muss ich ein paar Kämpfe hier noch. Und unbedingt mehr SK. Ich weiß, ich erwähne es irgendwie in jedem Part irgendwann mal, aber es ist doch so. So. Warum mache ich das? Everyone did as well as could be expected. Muss unbedingt trainieren. Auf Screen. Oh, was? Wie bin ich an die vorbeigelaufen? Unbekannter Samen. Kann ich ihn auch im Cherries Garten einpflanzen? Nein. Warum nicht? Der ist unbekannt. Ja, okay, reicht schon. Wir haben schon genug Gegner hier gesehen, ne? Hi, wer bist du denn? Tortula, Tortula! Ihr könnt die Grenze nicht überqueren, allerdings. Nein, Pech gehabt, Leute. Los, weg, siehe. Was? Egal. Grenzübergang. Die Grenze ist geschlossen. If we get past this fortress, we'll be in Lant. Time to bust out the whooping stick? That's not a good idea. No matter how worried I am, the fortifications here are very strong. You'll never win with that kind of attitude. These borders may contain smugglers' trails used for illegal crossings. See? But even if we do cross into Windor, it might be difficult to find our way back here. Actually, we should be able to take a ship from West Lant Port to Warrior's Roost, and from there back to Fendel. Oh, really? It sure would be nice to see Lant again. Das bringt mich jetzt in eine komische Situation. Soll ich jetzt mal zurückgehen oder nicht? Weiß nicht. Warte mal. So, questmäßig. Windows Militärschichten, Windows Wappen. Ah ja, genau. Ich glaube, wir könnten mal so ein paar Quests hier abgeben. Komm, gehen wir mal kurz zurück. Haben wir so ein paar Minuten Zeit. Kann ich auch mal zeigen, was passiert, wenn wir da hingehen. Weil ich wahrscheinlich verdrückt euch. Ihr zurück wollt, bringt mir einfach mehr Geld. Bis später. Ach, wir können sogar wieder zurück. Geil.
So, haben wir hier eine Skit. Wenn wir näher rangehen, werden wir erschossen. Was? Vor allem mit Hubert jetzt im Team. Vielleicht können wir dann noch ein paar Sachen mehr hier erledigen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls, wir sind zurück in Lounge. Ist das nicht schön, ne? Das ist doch wunderbärchen. Wie sagen, wir tun hier ein paar Quests und so erledigen. Dann wenn ich im nächsten Part wieder im Fendel sein. Und dann werden wir weiter in der Geschichte machen. In der Geschichte machen, was? Was ist das denn für ein Satz? Okay. Warum ist nur der Weg bis zu Lounge so weit? Vor allem, ich mache das jetzt nur wegen dem ganzen Quests und so. Und ich glaube, eine Nebenquest kann man hier auch schon starten, aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben mich auf jeden Fall offscreen hier umschauen und dann werden wir, glaube ich, bevor wir in Fendel weitergehen, erstmal ein paar Nebenquests machen. Weil dann können wir mehr Titel und so was alles bekommen, das lohnt sich doch immer. Und 14 Gold, die lohnen sich auf jeden Fall. Schön. Mein Gott. Hätte denn eigentlich irgendwie so ein Turtles oder was weiß ich, ein Kurier oder ein Chocobo oder irgendwas hier warten können, damit wir nicht den ganzen Weg hier zurücklaufen müssen. Es geht. Okay. So, jetzt können wir nicht in den Land rein, ne? Doch, können wir. Nein, Samen können wir jetzt auch einpflanzen, übrigens. Dann gehen wir mal hier rein. Und nein, das habe ich nicht damit gemeint. Oh. Was haben wir denn hier? Es ist weg, ich kann es nirgends finden. Oh, Cheria, junger Herr Aspect. Ich fürchte, ich habe einen großen Fehler gemacht. Was ist los, Großvater? Ich habe das Taschentuch verlegt, das mir Fürst Aston freundlicherweise geschenkt hat. Ich habe alles durchsucht, aber es ist wie vom Erdboden verschlungen. Wie kannst du so etwas verlieren? Es tut mir so leid, junger Herr Aspel. Schon gut, Frederik. Beruhig dich und überleg nochmal. Wo hast du das Taschentuch zum letzten Mal gesehen? Barona? Ja, genau. Ich habe es gesehen, als ich im Objektladen den Barona gekauft habe. Barona, alles klar. Ich werde danach suchen. Junger Herr, nein, das könnte ich unmöglich von euch verlangen. Das ist kein Problem, Frederik. Ich werde das Taschentuch finden und dir zurückbringen. Wir haben ja nichts anderes zu tun im Moment, ne? Setz es nur auf die Anfragenliste und wir werden es dorthin bringen, wenn wir es gefunden haben. In Ordnung? Ja gut, jetzt beeile dich und geh mit Herrn Aspel, Cheria. Warum sagst du was zu mir? Okay. Vielleicht doch auf einmal etwas wiederholen. So. Ich glaube, jetzt können wir auch die meisten Quests irgendwie beginnen, da lösen und so. Dann wollen wir mal diesen Amaryllis-Samen einsetzen. Amaryllis, was für ein hübscher Name das doch ist. So. Naphne-Samen haben wir auch noch, ne? Dann wollen wir mal diesen Assemble-Samen einsetzen. Wenn sie erst einmal eingepflanzt sind und etwas Zeit vergangen ist, sollten die Blumen blühen. Das ist allgemein so, Sophie, ja. Blumen blühen nach einer Zeit. Wer hat dir das gesagt? Dann wollen wir mal diesen Daphne-Samen. Daphne, nicht Naphne. Daphne, Daphne, Daphne. Okay. Ich glaube, mehr haben wir nicht, ne? Dann White Hair. Gehen wir mal so hier und da ein paar Anfragen und so erledigen. Und mal gucken, ob noch irgendwas im Anwesen ist und so. Mal gucken. Ah, wir hatten hier immer noch nicht den Brunnen repariert. Was soll er denn? Dieser bekloppte König Richard doch hier kaputt gehauen. Anfragen. Pudding! Ein geliebtes Taschentuch. Ah, ja, genau. So, Pascal. Was können wir dir denn jetzt noch geben, ja, an Titeln? Bank-KP, da bringt ja irgendwie nichts. Nehmen wir das hier. Oh, Esper. Fein bisschen KP Wiederherstellung. Ja, machen wir das. So. Es geht. Nein, okay.
Gucken wir uns noch in den Räumen mal um, ob da noch irgendwas ist. Dann werden wir die nächsten Parts irgendwie nur mit Nebenquests hier zubringen. Weil für die Titel lohnt sich das. Finde ich. Also dann können wir jetzt schon ein ganzes Stück von dieser Welt hier erkunden und betreten. Lohnt sich da auf jeden Fall. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo jetzt mal Quests sind. Ich hätte eigentlich noch verschieben können, wenn wir uns irgendwann freier bewegen können, aber was soll's. Oh, Mutter, weißt du, wie man einen Handelserlaubnis erhält? Bittest du mich um Hilfe? Es macht nichts, wenn du es nicht weißt. Ich dachte nur. Wozu brauchst du sie? Die Seelautor aus Aurail haben mich gebeten, eine zu besorgen. Ach, schon gut, Mutter. Nun, ich habe einen alten Freund, der als Handelsinspektor in Barona arbeitet. Vielleicht konntest du versuchen, mit ihm zu sprechen? Ich verstehe. Danke für deine Hilfe. Hey, Hubert, komm schon. Es ist in Ordnung, Aspel. Nur pass auf ihn auf, ja? Mann. Ist der ein Sack. Also Hubert. Und die Mutter hat irgendwie auch nichts mehr zu tun, außer traurig zu sein. Im gesamten Spiel. Weil anders macht sie auch, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich mich nicht irre. So, hier war nichts. Okay. Dann können wir jetzt entweder nach Barona gehen oder nach Grailside. Wegen Dingens hier, Quests und so. Um noch weiter die Story hinauszuzögern, weil das kann ich am besten, da bin ich Weltmeisterin. Ne? Aber dafür nehmen wir... Upsala, bin ich ans Mikro gekommen? Entschuldigung. Nein, eigentlich bin ich nicht ans Mikro gekommen, ich bin am Plopschutz gekommen. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, dann gehen wir mal nach... ja, super, okay. Wir kommen nicht vernünftig nach Barona, müssen wir nach Grailside gehen. So. Warte mal hier noch. Ich guck mal hier im Innen. Weil ich meine, da kann man auch eine Quest beginnen. Oh, eine riskante Flüssigkeit. 2000 FP. Die wollen noch ein bisschen besser investiert werden. Eine Sekunde. Ja, okay. Bäh. Bei ihm kann ich ja nicht viel machen. Ja, das wäre schon richtig verschwenderisch gewesen. Nehmen wir das hier. Irgendwann, was noch nicht so viel ist, ne? Klingenwurf. Maximal KP plus 30. Ja, komm, 2000. Ja. Nein. Irgendwas anderes. Messen Abwehr oder irgendwie so Wirkzeit runter und so was. Ja, nehmen wir das. Und weiß nicht, Plasmaschock. Natürlich so oft von mir hinauszögern, ne? Na, ich will zu Anja kommen. So, jetzt kommen wir. Und Himmelszorn erlernt, geil. Und jetzt können wir wieder die Titel auswählen. Nehmen wir den hier. Und immer den hier. So, dann gehen wir mal noch hier hin, ja. Oder auch nicht. Wo war noch mal? Nee, verlassen möchte ich nicht. Ich möchte gucken. Ach, nach oben hier kann man, oder? Ja, okay. Da können wir auch eine Quest irgendwie starten. Wie ich in meinen Playthroughs immer, was heißt der Playthrough, aber in meinen privaten Spielen erst voll spät erst entdeckt habe. Und zwar hier. Oh, das könnte jetzt lange dauern. Bist du das, Annie? Ich habe dich schon immer gesucht. Wer? Huch, du bist nicht Annie, oder? Ich bin Sophie. Oh, Verzeihung. Schon in Ordnung.
Wer bist du? Mein Name ist Feuer Joe. Ich suche meinen Bruder und meine Schwester. Sie sind verschwunden. Warum heißt du Feuer Joe? Ich kann die Elephant fachen und Flammen erzeugen. Wenn du erlaubst, zeige ich es dir. Ey, ey! Nicht auf Sophie! Du meine Güte, entschuldige. Bitte gestatte, dass ich dich ins Krankenhaus bringe. mach dir keine Sorgen, es geht mir gut. Nur ein bisschen die Knochen verbrannt. Wie ist das möglich? Du müsstest tot sein oder zumindest schwer verletzt. Ich kann das einfach nicht auf sich ruhen lassen. Ich bestehe darauf, dass du mich für diesen Verstoß bestrafst. Bitte was? Los, warum mich? Nur die strenge Hand der Disziplin kann mich vor meinen Fehlern bewahren. Bist du sicher? Ja, ich möchte, dass du mich so fest wie möglich verprügelst. Das könnte sehr wehtun. Pass lieber auf, Junge. Ah! Das ist himmlisch! Warum? Du bist aber noch stärker als mein Bruder. Es ist, als wären die Sterne vom Himmel herabgestiegen, um mich zu versohlen. Und Espel nur sowas. Aber jetzt muss ich mich wieder auf die Suche nach Annie und Cass machen. Ich bete, dass wir uns wiedersehen. Eines Tages. Wie du meinst. Hihi! Warum stand Espel da nur? Himmlische Gesandte. Was? What the? Levelheilung, Level hoch. Okay. Ja, das war ein sehr merkwürdiges Treffen. Ja. Und ja, ich glaube, den sehen wir noch ein paar Mal wieder. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auch irgendwann mal wieder, und zwar im nächsten Part von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!